Servus ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Kuchenfee und ich zeige euch heute eine super leckere Rhabarber-Erdbeertorte. Wenn ihr gerne Erdbeeren mögt und euch immer über die Erdbeersaison freut, dann gebt dem Video direkt mal einen Daumen nach oben. Und ja, damit herzlich willkommen. Ich habe mir hier schon für meinen Biskuit, für den Boden der Torte, Eiweiß mit Zucker, Vanillezucker und Salz aufgeschlagen. Und da kommt jetzt noch das Eigelb zu, was ich eben getrennt habe. Und das mache ich einfach nur mit kleiner Stufe quasi. Okay, Eigelb ist drin, jetzt fehlen nur noch die restlichen drei Zutaten. Das ist einmal etwas Mehl, etwas Speisestärke und so ein Schluck Butter einfach nur. Und dann ist unser Biskuit auch schon fertig. Schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr euch ein Biskuit anschlagt, trennt ihr dafür die Eier oder schlagt ihr das Eigelb mit dem Eiweiß direkt auf? So, ab in meine Form und dann ab in den vorgeheizten Ofen, der im Hintergrund schon läuft. Und wenn das Ganze durchgebacken ist, dann geht es mit dem Boden weiter. In der Zwischenzeit können wir uns aber auch schon mal um die Füllung kümmern. Beziehungsweise um eine Komponente der Füllung, um den Rhabarber. Übrigens, Fun Fact, wusstet ihr eigentlich, dass in einem klassischen Biskuit kein Backpulver kommt? So ist das hier auch kein Backpulver drin, weil durch das ganze aufgeschlagene Ei, die ganze aufgeschlagene Luft, die wir da drin haben, brauchen wir kein extra Lockerungsmittel und kriegen so einen fluffigen Biskuit. Mein Biskuit ist durchgebacken, der muss jetzt noch abkühlen und was auch abkühlen muss und wir uns auch vorbereiten müssen, ist die Rhabarber-Erdbeerkomponente. Und dafür habe ich mir hier meinen Rhabarber schon gewaschen und geschält. Und abgewogen. Das ist genau die Menge, die wir jetzt gleich brauchen. Die kommt jetzt hier in meinen Hoffmann-Topf mit Wasser, was ich bereits auch abgewogen habe, plus Zucker. Und dann wird das Ganze erstmal für einen Moment aufgekocht. Ich habe die Stücke jetzt bewusst relativ groß gelassen. Ich würde sagen, so daumengroß. Damit die nicht zu schnell verkochen, weil ich schon möchte, dass die nach dem Gekochten in der Creme nachher irgendwie noch schmeckbar und sehbar sind. Okay, hier kommt jetzt einfach noch der Zucker dazu und wenn ich es finde, noch ein bisschen Vanille und vielleicht auch Zimt. Aber das war es jetzt dann soweit erstmal hierfür und kann jetzt für einen Moment erstmal so vor sich hin blubbern, bevor wir gleich die Agatine dazugeben. Sollen wir die Vanille? Hier, nehmen wir die Vanille. Habt ihr eigentlich eine bevorzugte Vanille, ein bevorzugtes so Vanilleformat? Mögt ihr am liebsten Vanillezucker, pures Vanillemark, gemahlene Vanille oder hier sowas Pastenartiges? Schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ich bin da alles andere als wählerisch und habe ganz viele verschiedene Variationen, die ihr auch immer ganz unterschiedlich in den Videos seht, so wie mir gerade, so wie es mir gerade ist. Tja, und so ist das mit dem Rhabarber, habe ich das Gefühl. Egal, wie grob ich den schneide, irgendwann kommt so ein und dann zerfällt er total. Ist jetzt hier definitiv der Fall, ist aber nicht schlimm, schmecken wird es selbstverständlich trotzdem. Was ich jetzt hier noch zugebe, ist eben die Agatine. Koche die noch einmal für einen Moment mit auf und dann lasse ich meine Mischung hier schon komplett abkühlen. Was ich mir in der Zwischenzeit auch gerade flott vorbereitet habe, sind die Erdbeerchen. Die habe ich einmal verlesen und dann eben gewürfelt. So. Ja, na schönen Dank auch. Mein Biskuit ist komplett ausgekühlt, meine Agatine-Mischung hier auch. Die ist so lauwarm. Viel kälter sollte sie nicht werden, weil die uns sonst geliert, bevor wir die überhaupt in der Torte haben. Also das ist nicht so gut.
Da müsst ihr so ein bisschen auf der Hut sein. Muss immer noch so ein bisschen lau sein. So, für meinen Biskuit, damit wir jetzt hier richtig in den Gang kommen, nehme ich mir natürlich einmal die Springform weg, einmal das Backpapier, einmal waagerecht halbieren. Wunderbar. Aus optischen Gründen, nachher für meine Fotos und sowas, tue ich jetzt das Papier wieder drunter. Ist aber natürlich nicht nötig. Aber sieht auf Fotos immer ganz hübsch aus. So, unterer Boden wieder drauf, oberer erstmal auf Seite, dann Springform wieder drum, aber noch nicht festziehen, sondern etwas widerwillig setze ich hier jetzt eine Tortenrandfolie drum. Ihr wisst, dass ich da normalerweise kein Fan von bin, wegen Nachhaltigkeit und so, ist einfach nicht so dolle. Aber ich habe sie, ich möchte sie aufbrauchen und danach wird sie auch nicht nochmal gekauft. Aber wenn ihr sie nicht habt, braucht ihr sie nicht. Ihr könnt auch einfach zum Beispiel ein bisschen Backpapier oder Dauerbackfolie da an den Rand stellen. Gut, ich werde das Ganze jetzt noch nicht festziehen, sondern wieder aufschieben, damit ich am Biskuit so einen Millimeter ungefähr Platz habe, wo ich jetzt meine Erdbeerscheiben platzieren werde. Ich habe die nicht halbiert, sondern ich habe die wirklich in ganz feine Scheiben geschnitten und werde jetzt außerhalb des Biskuit, also zwischen Biskuit und Folie platzieren, damit man den Biskuit nachher gar nicht erst sieht und ja, die Erdbeeren einfach besser zu sehen sind. Ihr könntet die Erdbeeren aber natürlich auch halbieren und dann auf den Biskuit setzen, das würde auch funktionieren und würde genauso hübsch aussehen. Aber ich will es heute mal so machen. Denkt nur dran, wenn ihr die halbieren möchtet und an den Rand setzen möchtet, braucht ihr definitiv mehr Erdbeeren, als wenn ihr aus einer Erdbeere 4 bis 5 Scheiben rausschneidet, die ihr dann um den Rand setzt. Also das bei eurer Berechnung auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber ansonsten ist das hier ja jetzt gerade erstmal überhaupt kein Hexenwerk und lässt sich gut vorbereiten. So. Entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche, aber hier oben ist es wie immer ultra warm und deswegen ist das Fenster auf. Letzte Scheibe. Wunderbar. Die restlichen lege ich jetzt hier einfach so auf den Boden. Ich habe hier nämlich noch mehr davon. Das sind immer die beiden Eckstücke, wenn man die Eckstücke bei einer Erdbeere nennen kann. Die habe ich immer weggetan. So, die kommen jetzt hier auf den Boden. Hättet aber auch hier zu den Erdbeerwürfelchen dazu tun können. Und damit ist unser Boden erstmal vorbereitet. Und jetzt können wir uns um unsere Creme kümmern. Und die mache ich mir jetzt ganz einfach fertig. Ich gebe meine... Ich werde schon ein bisschen nervös. Meine Creme mache ich mir jetzt fertig, indem ich zu meiner Rhabarber-Agatine-Mischung hier jetzt die gewürfelten Erdbeeren dazu gebe, nicht daneben, die einmal einrühre und was ich auch dazu gebe, Hand aufs Herz, ich möchte ihn einfach aufbrauchen und mag ihn so nicht so gerne essen. Ich habe hier einen Aprikosenjoghurt. Ihr könntet den auch ganz normal durch die Sahne aufstocken, die im Rezept steht, aber ich will ihn loswerden, deswegen kommt er jetzt dazu. Aber ja, jeder wie er mag. Ihr könnt es auf jeden Fall machen, neutraler Joghurt oder ein Erdbeerjoghurt wäre wahrscheinlich auch ultra lecker. Bei mir ist es jetzt die Aprikose, weil ich den einfach loswerden will. So, der kommt hierzu und ich glaube, jetzt ist meine Agatine-Mischung schon zu kalt. Oder noch nicht? Nee. Okay, dann kommt jetzt hierzu noch die Sahne, die ich mir bereits aufgeschlagen habe. Wird einmal mit Liebe untergehoben. Und dann kommt das Ganze hier rein. Die Masse ist fertig und kann jetzt hier flotti carotti in die Springform, die ich gerade noch festziehen muss. Gut. Dann einmal drauf. Upala. Na komm. Thank you.
Verstreichen kann man sich manchmal auch sparen. Und dann am besten einfach nur ein bisschen rütteln, bisschen ruckeln, ein bisschen klopfen. Und dann ist auch alles verteilt. Hier kommt jetzt noch mein Deckel oben drauf. Einmal andrücken. Restliche Creme gerade so drauf verteilen. Auch ein bisschen glatt streichen. Wenn euch die Erdbeerstücke beim Glattstreichen hindern, pflückt die einfach raus, esst die so. Und dann kommt das Ganze so wie immer einmal in den Kühlschrank und muss bitte komplett durchkühlen. Boah, das ist einfach so brutal lecker. Und es ist so simpel und so einfach, aber manchmal sind die einfachsten Dinge die am schlimmsten, leckersten. Und jetzt bin ich noch ungeduldiger, das aus dem Kühlschrank zu holen, aber nützt alles nichts. Ab in den Kühlschrank. 3, 4, 5 Stunden, natürlich am liebsten über Nacht. Und wenn das durchgekühlt ist, dann können wir fast naschen. Und dann wird unsere Geduld belohnt. Na komm. Ich würde sagen, wir sind auf der Zielgeraden. Meine Torte ist komplett durchgekühlt. Jetzt wird noch ausgarniert und dann kann verköstigt und schnabuliert werden. Und das Ablösen vom Ring ist jetzt hier halt gar kein Problem, weil wir ja diese Folie da haben. Sieht auf jeden Fall schon wunderbar aus. Ich werde die Folie jetzt auch für Fotozwecke da dran lassen. Also wenn ihr jetzt gleich das fertige Ergebnis von der Torte seht, dann ist die Folie noch dran, aber sieht jetzt so einfach was hübscher aus. Und dadurch trocknen auch die Erdbeeren am Rand nicht aus, was für Fotos halt auch immer schöner aussieht. Aber das ist gerade unwichtig. Zum Ausgarnieren werde ich hier jetzt noch ein bisschen Sahne, die ich mir aufgeschlagen hatte, nochmal ordentlich da drauf streichen. Und dann kommen da eigentlich nur noch ein paar frische Erdbeeren oben drauf. Genauso wie ein paar Rhabarberstücke, die ich im Ofen vorsichtig gedünstet habe. Naja, vielleicht gibt es dann auch noch ein bisschen Pistazie. Wer mich schon lange folgt, der kennt mich und meine Liebe zu Erdbeeren und Pistazien. Und dann ist der Drops eigentlich gelutscht, deswegen entlasse ich mich an dieser Stelle aus dem Video, weil so richtig zum Dekorieren gibt es hier jetzt wirklich nichts zu erklären. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich mega auf eure Kommentare, freue mich von euch zu hören und hoffe ansonsten, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!